Moin, liebe Funkfreunde! Hier ein weiteres Video zum Thema CB-Funk. Hat ja auch wieder lang gedauert, aber ich werde ja auch nicht jünger, nur hübscher. Ich habe auf euch gehört und habe mir auf euren Ratschlag hin auch das PNI HP 82CB Handfunkgerät zugelegt, weil es vom Preis-Leistungs-Verhältnis ja unschlagbar sein soll. Ja, gesagt, getan. Im heutigen Video geht es daher um genau dieses Gerät und ich bin gespannt, ob ihr Recht behalten werdet und das PNI Escort HP 82 tatsächlich auch in meinen Augen ein Kauftipp sein wird. Das Gerät werde ich jetzt in meiner Funkbude wie aber auch außerhalb meines Checks meinen Tests unterziehen und in diesem Video euch vorstellen. Ich bin auch schon sehr gespannt auf die Modulation und den Reichweitentest. Daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei diesem Video. Let's go! Hultis! Funkbude. Ja, Freunde, kommen wir erstmal zum Lieferumfang. Was ist im Karton? Einmal eine Tüte mit Unterlagen. Dabei ist eine Anleitung in 10 Sprachen: Englisch, Bulgarisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Hultisch, ähm, HU steht ja für Ungarisch, Italienisch. Niederländisch, Polnisch und Rumänisch. Ganz am Ende der Anleitung findet ihr auch die vereinfachte EU-Konformitätserklärung, die halt dem Käufer bestätigt, dass das Gerät die Bestimmungen der EU-Richtlinien einhält und somit auch hier in Deutschland verwendet werden darf. Eine Garantiekarte in den eben genannten Sprachen. Informationen zu weiteren Produkten vom PNI. Und ein Aufkleber. Weiter geht es dann mit dem Gerät selbst. Ja, liegt gut in der Hand, muss ich sagen. Gefällt mir. Dann der Lithium-Ionen-Akku mit 1800 mA und 7,4 Volt. Die BNC-Aufsteckantenne mit einer Länge von ca. 24,5 cm. Das USB-A auf USB-C-Kabel zum Aufladen des Akkus. Den einfach zu montierenden Gürtelclip. Das passende Ladegerät mit 5 Volt und 2 Ampere. Dann der anschraubbare Mobiladapter für in den PKW oder an geeignete Netzteile. Hier findet ihr einmal für die Stromversorgung des Gerätes den Zigarettenanzünderstecker und weiterhin eine PL-Buchse, an dem die externe Antenne angeklemmt wird, wenn das Funkgerät mit einer Mobilantenne, also im PKW oder zu Hause an einer Stationsantenne, betrieben werden soll. Als Warnhinweis ist ein Aufkleber an diesem angebracht, dass man den Mobiladapter nicht zusammen mit der BNC-Aufsteckantenne verwenden darf. Also Vorsicht! Und eine Klebehalterung wie auch das passende Gegenstück, welches auf der Rückseite des Gerätes angeschraubt wird, womit das Gerät dann wie bei einer Mikrofonhalterung im PKW eingehangen werden kann. Gut gemacht und einfache Handhabung. Ja, prima. So wie ich sehen kann, ist alles dabei, um das Gerät ohne Probleme direkt betreiben zu können. Vorher montiere ich gerade noch den Akku ins Gerät und lade dann den Akku erst einmal vollständig auf. Das mache ich eigentlich bei jedem elektronischen Gerät, bevor ich anfange, es zu testen. Und da kommen wir auch schon zum ersten Highlight des Gerätes. Zum Aufladen des Akkus verfügt das Gerät über eine USB-Typ-C-Buchse. Somit kann das Gerät über ein USB-A auf USB-C Kabel geladen werden. Damit wird das Gerät sehr flexibel, was die Lademöglichkeiten des Akkus angeht. Passt also auch wunderbar an meine kleine Powerstation, die ich mir extra für den schnellen Einsatz im Garten mal zugelegt habe. Top! So muss das sein! An der Oberseite des Gerätes zeigt euch die LED an, ob der Akku geladen wird. Diese rote LED erlicht, wenn der Akku voll ist. Von 0 auf 100% war der Akku bei mir innerhalb von drei Stunden mit dem im Lieferumfang enthaltenen Ladeadapter geladen. Da ich das Gerät ja jetzt mehrere Tage testen werde, bin ich gespannt, wann ich den nächsten Ladevorgang anstoßen muss. Die Gehäuseabmaße liegen bei ca. 150 mal 63 mal 35 mm. Der verbaute Lautsprecher hat laut technischen Daten eine Leistung von einem Watt und ist richtig laut, wie ich schon feststellen konnte. Ach, und sollte jemand die Öffnung für das Mikrofon suchen? Links über dem Lautsprecher ist die Öffnung zu finden. Die beigelegte Antenne hat wie gesagt eine Länge von 24,5 cm. Für die, die sich direkt eine bessere Reichweite gönnen möchten, schaut doch mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich neben dem Link direkt zur HP82 auch noch eine längere Aufsteckantenne angegeben, die auch ich auf meinen Handfunkgeräten benutze und sehr gute Erfahrungen unterwegs gemacht habe. Das Gewicht des Gerätes, inklusive Originalantenne, liegt laut meiner hultarischen Waage bei ca. 350 Gramm. Was ich mir noch zusätzlich besorgt habe, ist das passende Programmierkabel zum Gerät. Die Software zur Einstellung verschiedener Geräteparameter konnte ich mir auf der Webseite von PNI kostenlos downloaden und das Thema schaue ich mir auch noch an. Gut, schalten wir das Gerät jetzt mal ein. Nachdem kurz das PNI-Logo angezeigt wurde, sehen wir nun das wirklich angenehm große, hintergrundbeleuchtete Display. Sehr schön für meine alten Augen. Alle Funktionen sind eindeutig, ohne irgendwelche Symbole deuten zu müssen, ad hoc zu erkennen. Und du siehst sofort, welche Funktionen gerade aktiv sind und das alles in angenehm großen Buchstaben und Zahlen. Die Kanalnummer wie auch die dazugehörige Frequenz werden gleichzeitig angezeigt. Zu unterst dann die Anzeige für die Stärke des Empfangssignals, kurz S Meter. Die Displaybeleuchtung hat drei Modis, entweder komplett ausgestellt oder permanent an oder auf Auto. Dann geht die Beleuchtung nach 5 Sekunden aus. Sobald du dann eine Taste drückst oder das Gerät ein Signal empfängt, wird die Beleuchtung wieder eingeschaltet. Bei einem empfangenen Funkspruch leuchtet das Display dann sogar in der Länge des Funkspruchs. Einstellen kannst du diese Funktion auf der linken Außenseite des Gerätes, dort dann die Taste unterhalb der Low- und High-Taste kurz drücken, um die Auto-Funktion der Beleuchtung zu aktivieren, oder lang drücken, um zwischen permanent eingeschalteter oder permanent ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung zu wählen. Auch von der Seite ist das Display noch lesbar. Ja, wunderbar. Ebenso außerhalb bei Sonnenlicht ist das Display gut ablesbar und somit ist der Funkbetrieb auch bei wunderbarem Wetter draußen kein Problem. Definitiv ein Pluspunkt für das Gerät. Schauen wir uns nun die Ausstattungsmerkmale an. Ich werde auf diese jetzt mal Punkt für Punkt eingehen, damit auch die Neuansteiger unter euch bei diesem Video auf ihre Kosten kommen. Das HP 82 ist ein Multinormgerät. Das heißt, dass es durch die Auswahlmöglichkeit mehrerer Frequenzbänder in vielen Ländern erlaubt ist, mit diesem Gerät Funkbetrieb auf dem CB-Funk zu betreiben. Die auswählbaren Ländernormen wären DE, I2, PL, UK, CE, EU und IN. Ihr müsst lediglich vor Ort das passende Frequenzband auswählen und schon kann der Funkspaß losgehen. Das geht auch sehr einfach. Du drückst ein wenig länger auf die AM FM Bandtaste und schon kannst du über die Pfeiltaste das passende Band einstellen, für Deutschland dann DE. In Deutschland könnt ihr somit auf 80 Kanälen FM und auf 40 Kanälen AM Modulation mit einer Leistung von 4 Watt Funkbetrieb betreiben. Dann habt ihr die Möglichkeit, bei Gesprächen im Nahbereich diese Strahlungsleistung auch zu verringern über die Taste High Low auf der linken Außenseite könnt ihr dieses einstellen. High bedeutet wie richtig vermutet Maximalleistung und Low etwa 1,3 bis 1,5 Watt Leistung. Im Low-Modus könnt ihr somit eure Akkulaufzeit effektiv verlängern. Vorausgesetzt natürlich, die Gegenstation kann euch bei kleiner Leistung störungsfrei verstehen. Das müsst ihr dann vor Ort ausprobieren. Hier auch noch ein kleiner Tipp, da die High-Low-Taste ja direkt unter der PTT-Taste ihren Platz gefunden hat, kann es schnell mal vorkommen, dass man mit seinem Wurstfinger beim Drücken der Sendetaste auch diese Taste drückt. Daher immer mal wieder kontrollieren, ob man überhaupt mit der gewünschten Leistung auf Sendung geht. Das kann nämlich schnell einen Unterschied machen, ob man gehört wird oder nicht. Dann bei den neueren Versionen der HP82 einstellbar. Der Exportmodus. Dieser wird natürlich nicht beworben das gerät hat die zulassung als reines cb-funkgerät und hält sich dort an alle eu-vorgaben laut konformitätserklärung dennoch hätte ich als funkamateur die möglichkeit das gerät auch auf dem c meter band zu betreiben ja es ist lediglich nur FM- und AM-Modulation möglich und es gibt in diesem Exportmodus auch keine Leistungssteigerung. Vielmehr reduziert sich sogar die Ausgangsleistung bei meinem Gerät im Bereich des 10-Meter-AFU-Bandes auf ca. 2,5 Watt. Aber hier für Ortsgespräche? Leider ohne echte 5 kHz-Schritte, aber du kannst vorab wählen, ob die Frequenz mit 0 oder 5 kHz enden soll. Somit hast du eine Auswahl zwischen den Frequenzbereichen 25,610 MHz bis 30,100 MHz oder 25,615 MHz bis 30,105 MHz. Aktivieren kannst du den Exportmodus auch völlig simpel. Seitlich die PTT-Taste gedrückt halten, die Funktionstaste und das Gerät einschalten. Dann wählst du mit dem Pfeiltasten die gewünschten Frequenztabellen aus. Tabelle 1 ist der CB-Funk. Tabelle 2, dann der Exportmodus mit 5er Endung und Tabelle 3 mit 0er Endung. Es gibt noch drei weitere Frequenztabellen zur Auswahl, die ich mir jedoch noch nicht genauer angeschaut habe. Wer von euch hier schon genauer hingeschaut hat, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Zum Bestätigen lediglich die PTT-Taste drücken. Dazu habe ich jedoch drei Hinweise. Erstens, wenn du das Gerät legal auf dem CB-Funk verwenden und keine Ordnungswidrigkeit begehen möchtest, dann lasst einfach die Finger von dieser Einstellung. Im CB-Funk macht es wenig Sinn, auf anderen wie den erlaubten Kanälen unterwegs zu sein. Zweitens ist die beigelegte Aufsteckantenne auch nur für den CB-Funk angepasst. Hier könnt ihr euch bei fehlerhafter Einstellung das Gerät zerstören. Drittens. Ich informiere hier lediglich, dass es geht und übernehme keine Haftung, solltet ihr euer Gerät beschädigen oder ein Schaden an Leib und Leben auftreten eure Entscheidung und nicht meine. Dann hat es die bekannte NRC Funktion, also ein Geräuschfilter, der bei Aktivierung das empfangene Audiosignal verbessern soll, eingebaut. Die menschliche Sprache wird hierbei erkannt und gleichbleibende Störgeräusche, wie auch das Hintergrundrauschen wird reduziert. Probieren wir das gerade mal in einem kleinen Test aus. Test 1 2, 3 4 5 6 Acht, neun, zehn. Achtung Test, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja super, die NRC-Funktion hat nicht nur das Rauschgeräusch verringert, sondern sogar das durch den Nahbereich beim Test entstandene Brummen weggefiltert. So lieb ich das! Bei Verbindungen über größere Reichweiten können dadurch auch entfernte Stationen besser wiedergegeben werden. Mit einem kurzen Klick auf die Taste NRC aktivierst oder deaktivierst du diese Funktion. Weiterhin hat die HP82 die Vox-Funktion eingebaut, womit das Gerät in Abhängigkeit der Lautstärke deiner Stimme automatisch, dieser Schwellwert ist einstellbar, auf Sendung geht und du nicht die Sendetaste direkt am Gerät drücken musst. Sehr wichtig, wenn du mit dem Auto unterwegs bist und während der Fahrt ein Gespräch führen möchtest. In Deutschland ist es halt nicht erlaubt, während der Fahrt eine Hand am Mikrofon oder auf der Sendetaste zu haben. Die Vox-Funktion probieren wir nun aus. Dafür stelle ich erst einmal die Empfindlichkeit ein. Ich nehme hier jetzt Stufe 3. Probiert das vor Ort selbst aus. Das ist immer abhängig von der Umgebungslautstärke und der Sprachlautstärke. Zum Aktivieren der Vox-Funktion die Taste LCR Vox länger gedrückt halten und auch auf dem Display erscheinen die Buchstaben Vox. Da ich während der Fahrt nicht unbedingt mit meinem Equipment herumhantieren möchte, probiere ich das jetzt auf meinem Tisch aus. Dafür habe ich den Geräuschpegel im Innenraum meines PKWs während der Fahrt aufgezeichnet und diese Sounddatei spiele ich nun mit der passenden Lautstärke von ca. 65 bis 70 Dezibel ab. Mal sehen, was am anderen Funkgerät von meiner Übertragung ankommen wird. Achtung, Test-Vox-Funktion: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Ja, gefällt mir, was am anderen Gerät von meinem Test ankam. Die Worte waren einwandfrei zu verstehen und das Hintergrundfahrgeräusch war zwar hörbar, aber die Verständlichkeit wurde dadurch nicht gestört. So wie es auch sein soll. Die verbaute Vox-Funktion macht meiner Meinung nach einen guten Job. Dann hat es eine manuelle Squelch, wo der Schwellwert der Rauschunterdrückung in 25 Stufen dosierbar ist. Für die Einstellung der Squelch einfach die SQ-ASQ-Taste kurz drücken und dann über die Pfeiltasten den gewünschten Wert auswählen. Zur Bestätigung einfach nochmal die SQ-ASQ-Taste drücken. Ein relativ oft gemachter Fehler von Einsteigern ist es jedoch, die Squelch in Verbindung mit der kurzen Aufsteckantenne viel zu hoch einzustellen. Viel nützt halt in diesem Fall nicht viel. Dann werden meist nur noch Stationen im wirklichen Nahbereich empfangen und es kommt dann oft zur Frage, Warum empfange ich keine anderen Stationen? Ist das Gerät vielleicht kaputt? Hier ist es wichtig, dass ihr euch mit dieser Funktion wirklich vertraut macht und je nach Stärke vom Rauschen oder Störsignalen, die ihr ausblenden wollt, ein bis zwei Stufen die Squelch höher einstellt. Ist halt ein Störsignal oder das Rauschen auf der Squelch Stufe 4 noch hörbar, dann stellt den Wert auf 5 oder 6 ein. Wenn ihr somit das Rauschen nachhaltig unterdrücken könnt, wird eine Station, die vom Signalwert über dem Rauschen liegt, auch als eine solche erkannt und die Rauschsperre öffnet sich und juhu die Gegenstation kann empfangen werden. Wer die Rauschsperre jedoch viel zu hoch eingestellt hat, bekommt diese Station eben nicht mit und in Verbindung mit der kleinen Aufsteckantenne würdest du im Extremfall keine andere Station mehr empfangen, nur noch die, die bei dir im Nahbereich steht. Dann haben wir noch die Autosquare-Funktion. Die aktivierte mit einem längeren Druck auf die Taste SQ, ASQ, wo ihr zwischen den beiden Modis generell wechseln könnt. Im Vergleich zur manuellen Squash öffnet die Rausperre dann nach einem programmierten Durchschnittswert, der in vielen Fällen auch ausreichende Funktion bietet. Die Voreinstellung kann in fünf unterschiedlichen Stufen gewählt werden. Je nach Situation müsst ihr ausprobieren, ob die Auto-Squash ausreicht oder ihr besser mit der manuellen Squash arbeitet. Einen Timeout-Timer hat es auch eingebaut. Hier kannst du die maximale Länge deiner Aussendung begrenzen, um nicht aus Versehen eine Dauerwerbesendung zu produzieren. Einstellbar von 15 bis 300 Sekunden jeweils in 15 Sekundenschritten. Aktivierst du, indem du die amfm fm bandtaste gedrückt hältst und das Gerät dabei einschaltest. Mit den Pfeiltasten kannst du den gewünschten Wert einstellen und mit der PTT-Taste, also mit der Sendetaste, kannst du diese Eingabe bestätigen. Und wie man hier schön sehen kann, alles in großen Zahlen und Buchstaben auf dem Display abgebildet. Eine Wohltat für meine Augen. Die Kanal-Scan-Funktion, also der Kanalsuchlauf ist auch dabei. Den Suchlauf aktivierst und deaktivierst du, wenn du die EMGSC Taste länger drückst. Im Suchlauf geht das Gerät alle 80 Kanäle im Schnelldurchgang durch und sucht in Abhängigkeit des eingestellten Schwellwertes der Rauschperre nach Aussendungen, die von der Signalstärke über dem Schwellwert der Rauschperre liegen. Wird ein Signal empfangen, bleibt das Gerät so lange auf dem Kanal stehen, bis die Aussendung der Gegenstation beendet wurde und wartet zusätzlich noch circa 10 Sekunden ab, bis der Scanvorgang fortgesetzt wird. Dann hat die HP82 auch die Dual Watch Funktion, wo ihr zwei Kanäle permanent überwachen könnt. Der erste Kanal ist der Kanal, den ihr gerade über die Pfeiltaste ausgewählt habt. Den zweiten Kanal könnt ihr fest einprogrammieren, indem ihr die DW Taste länger gedrückt haltet, über die Pfeiltaste den Kanal auswählt und mit der DW Taste wieder bestätigt. Mit einem kurzen Klick auf die DW Taste startet der Suchlauf und beide Kanäle werden abwechselnd überprüft ob ein Empfangssignal vorhanden ist. Im Vergleich zur Scan-Funktion werden hier nur zwei Kanäle abwechselnd geprüft. Mit der EMG-Funktion könnt ihr mit der EMG-Taste direkt auf die Notfallkanäle 9 und 19 schalten. Die LCR-Funktion zeigt euch auf Knopfdruck an, auf welchem Kanal ihr zuletzt länger als 5 Sekunden verblieben seid und schaltet auf diesen zurück. Dann hat es einen aktivierbaren Roger-Piep im Angebot, wo nach dem Loslassen der Sendetaste dieser Ton ausgesendet wird, damit andere Stationen erkennen, dass du deine Aussendung beendet hast und nicht gerade nach Luft schnappst. Wobei diese Funktion, wenn überhaupt, eher bei Verbindung von größerer Entfernung Sinn macht. Aber das kann jeder machen, wie er lustig ist und anderen Funkfreunden mit dem Gepiepe auf den Keks gehen will. Aktivieren und deaktivieren geht über die Funktionstaste. Dreimal diese Taste drücken und oben rechts blinkt ein kleines Notensymbol. Über die Pfeiltasten kannst du den Roger Beep jetzt ein- und ausschalten. Bestätigen dann wieder mit der Funktionstaste. Eine Tastatursperre hat das Gerät auch. Aktivierbar und deaktivierbar über die NRC-Vorhängeschloss-Taste. Diese dann länger drücken. Und auch der Tastenquittungston ist ausstellbar. Hierfür wieder die Funktionstaste drücken und dann direkt über die Pfeiltasten ON oder OFF auswählen und nochmal die Funktionstaste zur Bestätigung drücken. Dann hat es noch die Monitorfunktion zur vollständigen Deaktivierung der Rauschsperre und du kannst feststellen, ob vielleicht noch weitere schwache Stationen auf dem Kanal aktiv sind, die nicht über deine Rauschsperre kommen. Die Monitorfunktion kannst du auf der linken Außenseite des Gerätes über die unterste Taste aktivieren und deaktivieren. Auf der rechten Außenseite finden wir dann noch einen Anschluss für Lautsprecher, Mikrofone und Headsets. Dieser ist OH mit Kenwood Belegung. Für mich sehr genial, weil ich somit auch mein Zubehör aus dem Amateurfunk nutzen kann. Unter diesem Anschluss finden wir dann die USB Typ C Buchse zum Aufladen des Akkus. Auf der Oberseite finden wir neben dem Ein- und Aus-Lautstärkeregler noch eine LED, die wie gesagt beim Laden des Akkus rot leuchtet. Diese zeigt auch an, ob gerade ein Signal empfangen wird und leuchtet dann grün oder rot, wenn du selbst die Sendetaste drückst. Auf der Unterseite befinden sich die Kontakte für den Mobiladapter. Auch die Montage ist, wie man sehen kann, sehr einfach. Somit ist das Gerät mit einer Mobilantenne auch im Pkw nutzbar. Ja, vorab mal meine Einschätzung zur Ausstattung. Alle wichtigen Funktionen für die ganz normale Kommunikation auf dem CB-Funk sind an Bord. Was fehlt, ist zum Beispiel die Möglichkeit, CTCSS oder DCS-Code zu programmieren, eine Relay-Ablage oder verschiedene Beleuchtungsfarben des Displays, um mal die hauptsächlichen Unterschiede zu den teuren Geräten erwähnt zu haben. Dafür ist die Lautstärkeregelung des eingebauten Lautsprechers stufenlos einstellbar und das gefällt mir schon mal sehr gut und besser als bei der Rendi 3. Auch die einfache Bedienung und Einstellung der einzelnen Funktionen ist mir auf Anhieb sehr leicht gefallen. Hier gibt es keine tausend Untermenüs etc., die mich bei vielen anderen Geräten sehr verwirren und mir den Spaß an der Bedienung nehmen. Gut, mehr dazu in meinem Fazit. Kommen wir nun zum Modulationstest. Zum Abhören benutze ich hier meinen SDR-Empfänger SDR Play RSP2 in Verbindung mit der Software SDR Connect. Sicher, je nach verbauten Lautsprechern der Funkgeräte, hört sich die Modulation immer ein wenig anders an. Daher teste ich die Modulation lieber am PC und kann so die vielleicht schlechte Qualität eines Lautsprechers ausschließen. Sprich, es ist kein Lautsprecher oder Mikrofon dazwischen, was die Qualität verändern könnte. Fangen wir an mit der FM-Modulation der HP-82 und danach direkt die AM-Modulation. Modulationstest PNI Escort HP-82 FM-Modulation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Modulationstest PNI Escort HP 82 AM Modulation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hi hey, ja 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 was soll ich sagen echt gute Modulation für ein CB Handfunkgerät in der Preisklasse von um die 100 Euro direkt aus der Box heraus ist die Modulation laut und kräftig ich überlege gerade, die Rendi 3 kann das aus der Box heraus nicht so gut. Mann, Mann, Mann. Ja, liebe Funkfreunde, da hattet ihr wirklich recht mit eurer Empfehlung, die ihr mir gegeben habt. Hätte ich so nicht gedacht. Den eingebauten Lautsprecher hören wir uns jetzt auch an. Die Lautstärke steht auf ca. 50%. Als Sender verwende ich mein PNI HP72 Handfunkgerät. Achtung, Test des eingebauten Lautsprechers der PNI HP82. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bevor wir zu einem kleinen Reichweitentest kommen, schauen wir uns erst einmal an, was für Leistung die HP 82 direkt am Antennenausgang mit Akku liefert. Dafür nutze ich mein kleines Surecom SW102HF, das ich vorher noch kalibriert habe. Vorab habe ich den Akku noch mal vollgeladen. Auf Stufe High ca. 3,7 Watt und auf Stufe Low ca. 1,4 Watt. Gut, jetzt sind wir schlauer und können als nächstes den Reichweitentest starten. Und bei meinem Reichweitentest positioniere ich mich wieder auf einer Anhöhe und versuche mit Tanja, meiner Frau, eine Verbindung aufzubauen. Anfangen werde ich mit einer Entfernung von ca. 8 km Luftlinie. Und vergleichen werde ich die Originalantenne mit der nächstbesseren Aufsteckantenne, die ich in meiner Sammlung habe. Eine HiFlex CL 27 mit 54 cm Länge. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Los geht's!